Ich habe wieder einen Haufen GTA 6 Stuff für euch und wieder richtig, richtig coole Sachen dabei. Und gerade für Freunde der Hip-Hop-Szene gibt es auf jeden Fall eine richtig, richtig fette Überraschung. Und das passt sowieso zu GTA. Freut euch drauf, wir starten direkt mal mit etwas sehr Harmlosen. Gibt es in vielen anderen Horrorspielen, Survival-Spielen. Du kannst eine Taschenlampe endlich benutzen. Überraschung, Taschenlampen in GTA. Du bist vielleicht mal im Dunkeln unterwegs, irgendwo durchsuchst ein Gebäude, es ist dunkel, du benutzt eine Taschenlampe. Viel mehr muss ich dazu, denke ich, nicht sagen. Inventar, Heil-Items. Du kannst Heil-Items diesmal aufsammeln. Medikits, vielleicht Spritzen, klein, groß, Mittel hast du nicht gesehen, die dich halt entweder mehr oder weniger heilen, dir Gesundheit wiedergeben, wenn du in einer Mission verletzt wirst oder so, dass du dich da heilen kannst. Ich bin gespannt, wie das da abläuft. Dann gibt es Metros. Metros in GTA. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das Metros sind, die unterirdisch fahren. Oder ich habe ein Bild gesehen, Straßenbahn. So ist wie Straßenbahn, die einfach wie in San Francisco quer über die Map fahren, an bestimmten POIs vorbei. Ob das so gut vernetzt ist, müssen wir sehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es das auf jeden Fall der Fall sein wird. Das sind bis hierhin auf jeden Fall noch nicht die spannendsten Sachen, die ich erzählt habe. Jetzt kommt schon eins, das finde ich eigentlich eine richtig coole Sache. Es soll über 1300 random Events quer über der Map verteilt geben. Die finden natürlich nicht alle gleichzeitig statt, das ist klar. Hier kommt es natürlich drauf an, wo befindest du dich gerade? Wann befindest du dich, welche Uhrzeit, welche Tageszeit und wie gesagt, wo eben. Also hier und da oder natürlich auch Wochentage. Keine Ahnung, ob hier auch Monate oder so eine Rolle spielen, ob es hier Jahreszeiten gibt, das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist dann wirklich ein bisschen zu weit gegriffen. Aber 1300 Random Events zum Beispiel, keine Ahnung, du kannst einen Überfall verhindern, du siehst vielleicht einen Überfall, du findest eine vermisste Person, keine Ahnung. Es gibt ganz viele Random Events. Und da fallen mir jetzt gerade tatsächlich recht wenig ein, bin ich gerade ein bisschen unkreativ. Kommen wir zum nächsten Leak. Es soll, und das ist eigentlich was ich schon in Teil 5 hätte erwarten können, von mir aus auch in Teil 4, du kannst den Kofferraum benutzen, du hast ein Auto, warum kannst du den Kofferraum nicht benutzen? So kannst du vielleicht sogar Missionen planen, wo du ein bisschen mehr Stuff mit dir rumschleppen musst. Denn es kommt nämlich gleich noch etwas, ein Leak, der damit zu tun hat, was du tragen kannst. Also du kannst deinen Kofferraum mit Zeugs voll ballern. Du kannst sogar eine Leiche in deinem Kofferraum verstecken, wenn du eine verschwinden lassen wollen würdest. Dann gibt es ein Jagdsystem, das sollen wir wohl. Ich habe leider Red Dead Redemption nicht gespielt. Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Aber ich habe gehört, dass ich da eine Menge verpasst habe. Und es soll ein Jagdsystem geben, ähnlich wie bei Red Dead Redemption. Keine Ahnung, ob das in beiden Teilen der Fall ist oder nur zwei, wo du... Keine Ahnung, ob du einfach Tiere so jagst, um dich zu ernähren oder einfach weil du Langeweile hast, kann ich euch nicht so genau sagen. Langeweile ist auf jeden Fall ein ziemlich trauriger Grund. Dann ladefreies Charakterwechseln. Kennen wir jetzt nur aus GTA 5. Du hast drei verschiedene Charaktere. Hier sind wir gerade mit Trevor unterwegs, dem verrückten Dulli. Und es ist immer wieder spannend gewesen, wenn man... gerade nicht Trevor gespielt hat und auf Trevor gewechselt ist, was der gerade für verrückte Sachen gemacht hat. Wenn ihr Bock habt und ihr habt GTA 5 gespielt, was waren die verrücktesten Sachen, die ihr bei Trevor gemerkt habt, wenn ihr auf ihn gewechselt habt und er war in einer Situation, wo ihr dachtet, was macht der da gerade? Schreibt es gerne mal rein, würde ich mich drüber freuen. Du sollst auf jeden Fall keine Ladeanimation mehr haben. Das soll ein fließender Übergang sein, ohne dass du großen Verlust hast. Vielleicht eine Sekunde oder so. Kennen wir es hier, das fährt dann erstmal so raus, wie in so eine Satellitenperspektive und fährt dann über die Map zur richtigen Person. Ich fand die Animation tatsächlich geil, aber dadurch, dass du auch mitten in den Missionen nicht festgelegt bist, immer welchen Charakter du spielen musst, sondern da freier switchen kannst als in Teil 5, kann das ein sehr taktischer Vorteil natürlich sein, wenn du ladefrei da irgendwie die Charaktere wechseln kannst. Jetzt kommen wir zu dem, was ich mit den Inventar und den Heil-Items sagen wollte. Es gibt ein Inventar-Makeover, weil wir in GTA 6 deutlich mehr Stuff aufnehmen können. Gibt es mehr Kategorien, Waffenunterkategorien,
Heil-Items und keine Ahnung, was es noch alles für Sachen gibt, die du da vielleicht irgendwie mit dir rumtragen kannst. Dann haben wir, und das finde ich nämlich auch für den Realismus wieder interessant, und ich könnte mir auch vorstellen, dass das dem ein oder anderen ziemlich auf den Sack gehen könnte, wenn wir jetzt mal die ganzen Leaks, die jetzt schon raus sind und die, die vielleicht noch dazukommen, zusammennehmen, könnte es ziemlich nervig sein, dass es bestimmte Sachen gibt, weil die den Spielspaß vielleicht ein bisschen minimieren, weil es vielleicht alles ein bisschen zu realistisch ist. Das müssen wir mal sehen. Hier soll es so sein. Ihr habt es nämlich gerade jetzt hier im Hintergrund im Video gesehen. Wir haben unser Inventar, wir haben lauter Waffen. Hier seht ihr es wieder. Wie trägt ihr verdammt nochmal die ganzen Waffen? Es kann wohl sein, dass wir nur zwei kleine Waffen und zwei große Waffen tragen können. So heißt es zumindest. Und so müssen wir wohl, bevor wir vielleicht irgendeine Mission starten, werden wir vielleicht gebrieft, was uns da erwartet, und dann müssen wir vielleicht taktisch vorgehen, welche Waffen nehmen wir mit, kann ich genug mittragen, und es soll ein Gimmick geben, zum Beispiel so eine Art Reisetasche, die kannst du dir umhängen und dann kannst du mehr mit dir rumschleppen. Das sieht natürlich dämlich aus, aber wenn es dem Zweck dient, warum nicht? So, Kuba ist der nächste Punkt. Wie im letzten Leak-Video oder im vorletzten habe ich darüber berichtet, dass wir für bestimmte Missionen nach Japan reisen können. Auch Kuba soll ein Thema sein. Es gab sogar den verrückten Leak, dass das komplette Spiel GTA 6 nur in Kuba spielt. Das bezweifle ich aber stark und deswegen werde ich darüber auch nicht intensiver als jetzt berichten. Aber es soll wohl so sein, dass Kuba eine Rolle spielt für mehrere Missionen vielleicht. Vielleicht wird es auch ein Kartenupdate, denn das steht auch schon fest. Vice City wird über Zeit vergrößert und bleibt nicht so klein. Also das erweitert sich immer weiter und das nicht zwingend mit DLCs, so wie ich das mal gehört habe. Wir sind hiermit fertig. Wir sind beim nächsten Punkt. Habe ich in einer der letzten Videos schon mal gesagt, wo ich gesagt habe, go to the Gym. Halte dich fit, du wirst fett. Es gibt diesen Realismus, wenn du dich ungesund ernährst, dich kaum bewegst, weil du vielleicht ständig mit dem Auto fährst, haust jeden Scheiß in dich rein, dann wirst du fett und das wirkt sich negativ aufs gesamte Spiel aus, weil du nicht fit bist, nicht aktiv bist, schlechte Heilungsregeneration, ruh dich aus. Ich gehe jetzt auf dieses Thema ein bisschen intensiver ein. Ich muss das jetzt mal ablesen, weil ich eine Menge geschrieben habe. Jeder Charakter braucht Ruhe und Schlaf. Zu wenig davon kann und wird sich negativ auswirken, zum Beispiel weniger Gesundheit, Regenerationszeit. Wenn du dir zum Beispiel jetzt so ein Medikit irgendwie reinknallst, hast du vielleicht von 100% Gesundheit, füllt das nur 80, obwohl es 100 machen würde, weil du einfach schlecht ausgeschlafen bist. So. Und warum das so wichtig ist, es kann nämlich richtig drastisch werden, wenn ihr das nicht befolgt. Regenerationszeiten dauern länger, auch die Sicht kann verschwommen werden und es kann zu einem Blackout führen. Und das auch mitten in einer Hauptmission. Und wenn du da auf einmal, weil du nicht ausgeruht bist, einfach umkippst, verkackst du die Mission und ja. Das ist auf jeden Fall ein Grund. Das ist so ein Punkt, wo ich sage, was ich vorhin schon angesprochen habe. Vielleicht ist diese Art von Realismus zu viel, too much, weil es vielleicht den Spielspaß ein bisschen drosselt, weil du Sachen machen musst, weil du dazu verpflichtet bist, weil du sonst bestimmte Missionen nicht meisterst. Ich könnte mir vorstellen, dass hier und da bestimmte Sachen mir selber ziemlich auf den Geist gehen könnten. Ich sehe hier gerade im Hintergrund eine Taschenlampe. Okay, das ist an der Waffe. Es ist an der Waffe, weil ich am Anfang gesagt habe, es gibt eine Taschenlampe in dunklen Räumen. Hurra! War das dieses Video? Taschenlampe? Ja, es war die Taschenlampe. Okay, warum mir dann geht ja 5, es ist einfach zu lange. Ja, aber man soll tatsächlich eine Handtaschenlampe auch so tragen können. Ja, also wie gesagt, Thema Realismus wird sehr, sehr groß geschrieben und das finde ich eine echt heftige Geschichte. Übrigens, wenn du nicht richtig ausgeruht bist und du wechselst jetzt den Charakter, dann such der Charakter, den du gerade verlassen hast, der eben nicht ausgeruht ist, wenn möglich, selber je nach Tageszeit, wenn es jetzt nicht gerade mitten am Tag ist, sondern in der Nacht, dann sucht er sich selber irgendwo ein Örtchen, pennt dann, ruht sich aus. Das kann dann auch mal von alleine passieren. Um jetzt nicht weiter auszuschweifen, geht es mal weiter. Das Stresssystem hatte ich im letzten Video auch schon mal angesprochen. Gehe ich jetzt mal ein bisschen konkreter drauf ein. Charaktere haben einen Stresspegel. Wenn der zu hoch ist, kann es sein, dass dies zu schweren Verläufen des Charakters kommt. Er kann nicht einschlafen oder er kann nur schlecht schlafen. Es kann aber passieren, dass er wirklich nicht einschläft. Und das wiederum lässt dein
Gesundheitszustand ebenfalls schlecht dastehen. Du kannst dich nicht richtig ausruhen, obwohl du es vielleicht vorhast. Jetzt hatte ich ja aber gerade die absoluten Wortfindungsstörungen. Und jetzt möchte ich euch kurz mal sagen, was euer Stresspegel negativ beeinflussen kann, sodass ihr über kurz oder lang nicht immer es in der Hand habt, wie gut ihr euch regeneriert, selbst wenn ihr versucht zu pennen oder so. Drogenentzug, Schießereien, polizeiliche Aufmerksamkeit, Arbeitsdruck und so weiter und so fort können eine Stressbelastung sein und nicht jeder Charakter wirkt sich, hat dieselbe Stressbelastung auf die verschiedenen Faktoren. Online-Casino habe ich in einem der letzten Videos schon mal angesprochen, als ich über den technischen Fortschritt gesprochen habe. Selbstfahrende Autos sind natürlich nicht alle Autos, dann kannst du zum Beispiel wahrscheinlich am Handy auch Online-Casino am Handy zocken. Also du kannst dein Handy nehmen, kannst online pokern, Blackjack, weiß der Geier, was du alles am Handy da so machen kannst. Es gibt Abhängigkeiten, Süchte. Von was kannst du süchtig werden? Online-Spielen, Alkohol, Drogen, Tabak, verschiedene Substanzen eben. Die können abhängig machen und wenn du dieser Abhängigkeit nachkommst, ebenfalls so ein Gesundheitsding. Und wenn du aber versuchst, du bist gerade vielleicht mitten in so einer Abhängigkeit und versuchst dir das zu entwöhnen, solltest du vielleicht tunlichst daran sein, den Charakter mitten in der Entwöhnung nicht zu wechseln. Dann kann es nämlich passieren, dass er, wenn er nicht mehr von dir gesteuert wird, der Drogensucht oder sonst was für einer Sucht nachgibt, einen Rückfall bekommt und das vielleicht sich wieder ebenfalls negativ auf dich einwirkt. Da ist aber viele Sachen hier, da sind wir wieder beim Thema Realismus. Es könnte echt viel sein, was dir so dermaßen auf den Sack geht. Du willst einfach nur zocken. Es gibt aber auch vieles, was du direkt beeinflussen kannst. Fang gar nicht erst an mit Saufen oder Online-Spielen. Und schon musst du dich um diese Scheiße nicht mehr kümmern. Und du kannst ja auch dafür sorgen, dass du relativ ehrlich durchs Leben gehst. Dann hast du den Stressfaktor Polizei schon mal nicht mehr an der Backe. Gehst rechtzeitig pennen. Ist auch alles schön. Aber alles leichter gesagt als getan. Jetzt kommen wir zu einem meiner Favorite Leaks. Irgendwas mit GTA 5 online. Ich habe das nicht mehr verfolgt, ich habe nur die Story gespielt, weil das ist das, was GTA für mich immer ausgemacht hat. Ich bin in meiner eigenen Welt, habe meine Ruhe, spiele in Ruhe die Story und versuche alles irgendwie zu erkundschaften oder auszukundschaften. Das war meine Welt. Ich kenne mich mit dem ganzen Online-Gedöns nicht aus, aber Dr. Dre wird Einzug in GTA 6 wieder haben mit einer eigenen Radiostation. Ich habe von dieser Station ein Bild gesehen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Station direkt, ob das irgendein Fake-Bild war oder ob du in die Station rein kannst und sagen kannst, ey, grüß dich meiner, ich bin's, hast du Bock, eine Platte aufzunehmen? Jetzt mal übertrieben gesagt. Oder ob das einfach nur der Fakt ist, weil der Fakt besteht definitiv. Er hat einen eigenen Radiosender, den du dauerhaft hören kannst. Und da leiert Dr. Dre hoch und runter. Und im Mittelpunkt steht das legendäre 2001er Album von Dr. Dre, wo einige Leute wie Eminem und Snoop Dogg und so weiter mit drauf sind. Das ist eine richtig, richtig fette Sache. Und wer, wenn nicht Dr. Dre, passt am besten in den GTA Gangster-Style? Finde ich eine richtig coole Sache. So, Kreditkartensystem, das wird richtig amüsant. Du bist vielleicht gerade nicht flüssig. Du hast eine Kreditkarte. Und es könnte sein, dass du es mit der Kreditkarte mal ein bisschen dolle übertreibst. Sollte das der Fall sein, nimm dich in Acht. Du hast, wie viele Finger sind das? Du hast 7 verdammte Tage Zeit, deine Schulden zu begleichen. Sollte das nicht der Fall sein, werden Geldeintreiber kommen und die sorgen dafür, dass die Schuldner ihr Geld bekommen. Schuldner, das richtige Wort? Naja, die Leute, denen du Geld schuldest, die wollen ihr Geld wieder. Und nach 7 Tagen, wie gesagt, kommen die Kopfgeldjäger aus was anderes, die Schuldeneintreiber. Und das kann tatsächlich so weit kommen, wenn du dann das Geld nicht hast, dass die dich totschlagen. Die machen dich aua, du kommst ins Krankenhaus, keine Ahnung, wo du hinkommst. Sollte es dazu kommen, dass die dich wirklich kaputt exekutieren, keine Ahnung, dann bist, weiß ich nicht, ob du die Kreditkarte los bist. Du bist auf jeden Fall alles los, was du mit der Kreditkarte gekauft hast. Wirklich alles. Und die kommen dann nach 7 Tagen wieder, bis du deine Schuld beglichen hast. Das wird richtig spannend. Also das finde ich extrem krass und extrem geil. So, verklagen. Eine große Geschichte. Eine große Geschichte vielleicht nicht. Aber du kannst verklagt werden. Du planst einen Raubüberfall. Du wirst gefangen.
und die Opfer, die verklagen dich auf Schadensersatz, auf keine Ahnung was, auf verdammt viel Geld. Und wir wissen, dass das in den USA utopische Summen von Millionen sind. Du haust dir vielleicht bei McDonald's einen Becher heißen Kaffee auf die Eier und schon bist du deines Lebens reich und kannst wahrscheinlich noch 5 Generationen damit ernähren. Und ich könnte mir vorstellen, dass das hier auch so ein Millionending sein könnte. Was aber geil ist, du kannst selbst zum Opfer werden und vielleicht den Täter verklagen. Kann tatsächlich passieren, dass du vielleicht irgendwo unterwegs bist und dann wirst du hier umgeboxt von irgendjemandem, wirst überfallen, der Täter wird überführt. Du kannst ihn verklagen auf Schadensersatz und dann hast du vielleicht hier nochmal monatliche Einnahmen. Das finde ich richtig, richtig interessant. Lucia startet ihre Reise wohl als Cop. Es soll wohl so sein, hier rede ich einfach mal ein bisschen tiefer, das habe ich mir hier nicht aufgeschrieben, aber Lucia und Jason, das soll so eine Art Bonnie und Clyde Ding sein, wer sich damit nicht auskennt oder Bonnie und Clyde nicht kennt, hallo Jugend, da sind wir wieder beim Stichwort, googelt es einfach mal, wer das Stichwort Telefonzelle noch im Kopf hat in einem der letzten Videos, so ein Bonnie und Clyde Ding, so ein Gangsterpaar und die sollen sich wohl in einem Knast kennenlernen. Also Jason soll wohl im Gefängnis sein und Lucia ist der Cop und sie soll ihn wohl freilassen. Irgendwie so soll es laufen und es soll im Allgemeinen so starten, dass Lucia als Cop startet. Sie ist eine Polizistin und sie startet wohl mit einem Streifenwagen. Und ich glaube, den Streifenwagen kannst du auch frei benutzen, kannst, glaube ich, Missionen damit auch machen. Es kann sein, dass sie ein Undercover-Cop ist. Mehr weiß ich zu dieser Geschichte aber vorerst nicht. Was haben wir noch? Hilfe herbeirufen. Man kann im Allgemeinen Polizei rufen, Feuerwehr, Rettungswagen, die Küstenwache, für was auch immer, wer weiß, Ablenkung oder ernsthafte Sachen, weiß ich nicht. Dein Haus brennt, Attentat, Feuerwehr, lösch mal mein Haus. Das wäre jetzt so die simpelste Variante. Und Lucia kann wohl als einzige auch das FIB, also das FBI, FIB, keine Ahnung, ob das hier das SWAT oder FIB, nennt sich es, glaube ich, in GTA, kann sie wohl rufen als Special Force Gedöns, wenn du vielleicht bei irgendeiner Mission Hilfe brauchst. Der Nachteil hierbei ist aber, wenn du die rufst, hast du wohl nichts von dem Geld, wenn zum Beispiel die Polizei davon ausgeht, dass das eine polizeiinterne Mission ist, wo du vielleicht irgendwie was bei abgreifst an Kopfgeld oder weiß der Geier was. Und wenn du eben das Special Force FBI, FIB, wie es heißt, rufst, streichen die wohl den gesamten Bonus ein. Irgendwie so habe ich es gelesen. Das ist jetzt aber, denke ich, eher weniger interessant. Leute, jetzt habe ich 17 Minuten für 20 Leaks gequatscht, mich verquatscht, weil ich natürlich auch gerne so ein bisschen meine eigene Meinung mit einbringe, weil ich das immer recht interessant finde und bin natürlich auch auf eure gespannt. Also schreibt in die Kommentare, was ihr von diesem Spaß haltet. Wie gesagt, zum Thema Realismus ist da echt dem Spiel keine Grenzen gesetzt. Wie gesagt, ich bin da mal gespannt, was ihr zu sagen habt. Ist das vielleicht zu viel des Guten, zu viel Realismus? Schadet so einem Spiel vielleicht auch so ein Stück weit, egal, ob man es in der Hand hat oder nicht. Müssen wir mal schauen. Also, Ladies and Gentlemen, das war's von mir. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.